Wir sind wieder zurück ohne Tiny House dieses Mal. Es waren 3 intensive Wochen und in dem heutigen Video möchten wir euch ganz kurz erzählen, wie es uns ging, was wir geschafft haben, aber vor allem, wie es jetzt auch weitergehen soll und was so ansteht. Wir sind übrigens Anja und Ilan und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne tun. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr das Video von letzter Woche gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir einiges geschafft haben auf der Tiny House Baustelle. Und wir sind jetzt geschafft. Wir sind jetzt ganz schön durch. Wir haben ja die Elektroinstallation hinter uns gebracht, als auch Gaswasser. Das ist auch alles installiert. Und wir haben 60% des Innenausbaus geschafft. Also wir können schon sagen, wir sind mit unserer Leistung oder mit dem Fortschritt in den letzten 3 Wochen durchaus zufrieden. Wir merken auf jeden Fall, dass uns die 3 Wochen in den Knochen stecken, weil wir ja auch im Prinzip auf der Baustelle gewohnt haben, geschlafen haben, gearbeitet haben. Ja. Und auch permanent natürlich den Baustaub mit sich rumzutragen. War schon echt anstrengend, aber das spielt am Ende alles keine Rolle, weil wir einfach so gut unserer Meinung nach vorangekommen sind. Wir verlinken euch einfach nochmal das Video von letzter Woche. Da sind wir dann auch im Tiny House nochmal durchgegangen. Wie geht es jetzt weiter? Die Küche ist angekommen. Sie ist jetzt gerade in der Garage, da lagern wir sie gerade. Und sie wartet darauf, von uns zusammengebaut zu werden. Wir sind aber noch so durch und wir müssen noch so viele Dinge aufholen, die einfach während der Zeit auf der Baustelle liegen geblieben sind. Wir müssen jetzt natürlich auch viel intensiver arbeiten. Es muss ja auch wieder ein bisschen Geld reinkommen und wir müssen auch vieles nachholen. Wir wissen noch nicht genau, wann das Tiny House kommt. Also wir hoffen zum Ende des Monats, dass unser Hersteller das Haus dann wieder zu uns fahren kann. Es wird ja zu uns gebracht. Wir haben auch gesagt, wir brauchen sowieso erstmal 1-2 Wochen Pause von dem Haus und haben noch genug zu tun, genug aufzuholen. Und ja, wenn das Haus wieder hier ist, dann werden wir auf jeden Fall die Küche einbauen. Wir werden uns dem Thema Fußboden widmen. Und Fußbodenheizung. Fußbodenheizung. Mhm. Dann, wenn wir den Fußboden haben, wenn die Küche installiert ist. Dann wird das Klo festgemacht. Dann wird das Klo erst festgemacht und das ein oder andere Möbelstück gebaut. Vielleicht bauen wir dann den ein oder anderen Tisch, der sich ausklappen lässt. Oder wir haben schon einige verrückte Ideen. Genau, also es steht ja noch einiges an. Wir müssen dann hier und da auch noch mal ein bisschen Pappelsperrholz zumindest nachbestellen. Ja. Wir haben dann doch gemerkt, wie viel Holz dann auch drauf ging und schon in unserem Haus ist. Wir sind ganz gespannt, wie schwer unser Haus sein wird, wenn es hier ankommt. Oh mein Gott. Wir haben es ja schon gepackt, auch das war ein ganz schöner Aufwand und auf der einen Seite waren wir erleichtert, weil nicht mehr ganz so viel Holz übrig ist. Auf der anderen Seite war es aber dann doch noch einiges oder bringt auch ein gewisses Gewicht mit sich. Wir haben ja eigentlich nur zweieinhalb Tonnen gewogen, als wir nach Detmold mit dem Haus sind, also als das Haus abgeholt wurde für uns. Und jetzt mit der Gaswasserinstallation und mit der Elektrik, ich meine, die Kabel alleine, die wiegen 100 Kilo zusammen. Er hat Gott sei Dank keine Rolle mehr reingebracht, weil wir haben einige Steckdosen dann gestrichen am Ende, haben gesagt, nee, das reicht jetzt an Steckdosen. Ich glaube, wir haben ausreichend. Was dann noch ansteht bezüglich unserer Küche, ist auf jeden Fall die Küchenarbeitsplatte. Da arbeiten wir mit einer anderen Platte, dieser Leichtbauplatte Leisecore, die ihr vielleicht im letzten Video auch kurz gesehen habt. Wir sind noch auf der Suche nach einer Beschichtung, denn so kann sie natürlich nicht bleiben. Ja. Und auch da wollen wir uns dann mal ein paar Muster raussuchen, zukommen lassen, weil unsere Küche ja auch einen leichten Grüntouch hat. Mhm. Also so ein erdiges Grün, so ein Mineralton. Auch mit dem Spritzschutz, der an die Wände kommt. Also auch da wollen wir jetzt farblich nichts überstürzen und uns einfach ein paar Beispiele mal angucken, dass es farblich am Ende auch harmoniert. Und das war's auch schon. Mehr haben wir nicht zu berichten, ne? Kurzes Update. Kurz und knackig, so wie es gerade bei uns ist. Wir müssen uns selber jetzt hier erstmal wieder eingrooven, wieder in den anderen Rhythmus, in den anderen Alltag kommen. Und haben natürlich auch nichts anderes vorproduziert. Ihr seid auf dem aktuellsten Stand. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden, sobald das Haus dann auch wieder hier ist oder was wir da noch planen. Und es geht immer weiter und immer weiter, bis es dann hoffentlich irgendwann mal fertig ist. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hinterlasst uns gerne einen Daumen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns in einer Woche. Tschüss. Tschüss.